Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 mit mir, den Jaro 85. Wir stehen jetzt hier in dem Ort Tin Pines Bluff. Es wäre gut, wenn die Minutemen zurückkämen, oder? Ja, das ist schon okay, wenn die zurückkommen. Glaubst du, wir sehen die eines Tages wieder? Ja, könnt ihr. So, jetzt gucken wir erstmal hier, was hier noch Schönes zu holen ist. Ob es noch was zu holen gibt? Oh ja, Moment mal hier. Moment, unser Knüppel sehen wir? Nee. Haben wir nicht. Unser Knüppel ist weg. Schau dir nur mal das ganze Blut an. Ja, das ist für ein Kakerlaken. Mach mal kein Fass auf. So, hier können wir sogar schlafen. Schlafen. Wir schlafen mal. Genau eine Stunde. Genau eine Stunde schlafen. Toll. So, sind wir aufgefüllt. Wir fühlen uns ausgeruht und müssen jetzt zu Preston Garvey nach Sanctuary. Der ist hier. Das heißt, wir reisen nach Sanctuary zurück. Wir sind Level 5. Hier eine Statue von unserem Urgroßvater Dr. von Jarohausen auf einem Pferd. Er war damals ein Ritter. Sehr ehrenswerter Mann. Er hat, glaube ich, kein Schwert mehr in der Hand, so wie es aussieht. Nö, da habe ich immer ein Schwert dran, schätze ich mal. Also nicht an dem Pferd, sondern an dem Dr. von Jarohausen. Hey, hast du einen Augenblick Zeit? Was? Ich wollte dir dafür danken, dass du uns in Concord geholfen hast. Hätten wir dich doch nur eher getroffen. Ach so. Was ist passiert? Was ist euch denn zugestoßen? Um es kurz zu machen, seit dem Angriff auf Quincy sind wir unterwegs. Wir waren mal mehr. Mein Sohn ist fort. Ich verstehe. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch jemanden verloren. Aber du und ich, wir sind noch da, oder? Wir müssen weitermachen. Für sie. Definitiv. Ja. Dong Zhang Zhong. So, wir müssen aber erst an Preston finden. Was ist da hinten? In unserer Heimatstadt? Ja? Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Ja. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber ich habe dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Letzter Minutemen? Ich dachte, du wirst es mir schon sagen, wenn du soweit bist. Hast du mal vom Quincy-Massaker gehört? Du warst da? Deine Gruppe kommt aus Quincy, oder? Das stimmt. Mama Murphy, Sturges, die Longs, sie kommen alle aus Quincy. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Das Quincy-Massaker? Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte... Inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Das hast du gerade schon gesagt. Eine Katastrophe nach... Ja, nicht aufgeben. Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Oh, danke. Das von dir zu hören bedeutet mir echt viel, Garvey. Ich weiß das zu schätzen. Heißt das, du machst es? Ja. Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Ziemliche Beförderung. Das ist eine ziemliche Beförderung, die du mir da gerade verpasst hast. Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist... Mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel.
Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Tja, ich guck dir den erstmal an, wie ein Auto. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Okay. Warte mal kurz. Hi. Kann ich was für dich tun? Ja, komm du mal mit. Komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Gerne doch, General. Ich glaube, die Leute hier kommen dank dir jetzt auch allein klar. Keine Sorge, Dogmeat. Denke ich auch. Ich kümmere mich um ihn. Ja. Genau. So. Dogmeat nach einer Sanctuary. Ja, der soll ruhig in Sanctuary bleiben. Wir sind doch in Sanctuary. Macht ja nichts draus, Hund. Was willst du damit? Ich nehme einfach jeden Mist mit. Mama Murphy. Sanctuary. Ich wusste, dass du hierher zu uns kommen würdest, Kind. Deine Energie ist an diesen Ort hier gebunden. Ich habe hier gelebt. Ich habe hier früher einmal gelebt. Vor langer Zeit. Aber die ferne Vergangenheit ist für dich gar nicht so fern. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Die Welt erscheint dir wie ein Albtraum, aus dem du nicht erwachen kannst, nicht wahr? Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Hier, bitte. Hier, hab schon welches. Gönn's dir ab und zu wohl selbst mal einen Kick, was? Das wird reichen. Und jetzt führt mich mein Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. Was sind Drogen? In Diamond City gibt es Antworten, aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh, es ist hell. So hell in den finsteren Gassen, in denen es wandelt. Das ist es, was du tun musst, Kind. Folge den Zeichen zum hellen Herz. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Na dann, ruh dich aus. Sturges. Bist du bereit für etwas Arbeit? Ja, mach mal. Ich helfe gern. Sag mir einfach, was ich machen soll. Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Okay, baugeschützte Schlafplätze für die Siedler von ich Sanctuary. Eine Menge Sohlen durchgelaufen, ich hätte mehr tun sollen. Das ist die Merkbank. Hoffentlich bezahlen die Raider. Ach ja, Werkbank wechselt zu Objekten. Für ihre Taten. Strukturen, Möbel, Dekoration. Achso, okay. Schutz. Ja, Schutz klingt aber auch nicht schlecht. Aber wir gehen ja erst einmal. Ich brauche ja Betten. Wo nehme ich denn diese Betten her? Ach, Möbel. Ja klar, möglich. Mit Betten hier. Jetzt müssen wir mal ein Haus finden, wo wir die reinbauen. Das ist alles so. Das ist aus unserer Zeit, aus unserem. Wo wir wohnen. Nett. Das ist Krognack der Barbar. Das ist unser Haus. Können wir da noch was plündern? Aus unserem eigenen Haus? Oh, nicht schlecht. Kühlschrank. Leere Milchflasche. Brotkasten. Pfeffermühle. So. Preston läuft mit. Was haben wir hier? Mr. Handy Treibstoff. Hey, Mr. Handy Treibstoff. Haarklammer und Redaway. So ein paar Stimpacks, wenn ich das töte. Das sieht also mal aus, wo wir angefangen haben. Aber jetzt ist es alt. Das ist Shauns Zimmer. Ich komme, Kumpel. Ja, wir werden Shaun finden. Irgendwie und irgendwo. Das Schlafzimmer. Und der Mutti und mir. Aufstellbilderrahmen. Okay. Wir warten das mit dem. Ne, wieso wollte ich nicht schlafen? Ich glaube, es gibt einen Schnellbefehl, wie wir an Kickball, wie wir auf die Werkbank zugreifen können. Weiß jetzt aber gerade keiner. Aber das Haus können wir nehmen, um die Betten einzubauen. Das können wir hier lagern und wiederverwerten. Genau, tun
tun hier einfach alles leerräumen und bauen hier die Betten rein. R gedrückt halten, sie wiederverwerten. Wir können sie lagern. Und dann E. Und dann E zum Verschrotten. Da ist der Schrank hier am Weg. Der Fernseher braucht Strom. Also würde irgendjemand jetzt noch senden. So, Hocker weg. Schön, das ist die Hälfte im Weg rum, ja. Bringt alles Zeug. Deswegen, Fußmatte weg. So, okay, warte, kommen wir das Bild auch noch weg. Genau. Ja, ich will das nach Betten hinstellen. Hauptsache, die können hier schlafen. Sehen wir mal, die hier hinstellen. Genau. Bauen. 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 Das reicht aber noch nicht. Grund ist erstmal egal, wie Betten stehen. Hauptsache, stehen da so welche drin. So. Das ist erledigt. So, wir können aber jetzt mal schon mal essen haben wir hier. Können wir schon mal bitte für Schutz sorgen? Ja, wirklich alles zerlegen. Können wir ja fast eine komplett neue Siedlung aufbauen. Zerstörtes Haus, ne? Hätten wir auch ein Haus hinbauen können. Ja. Gummi gibt es hier dafür. Können wir ja regelrecht aufräumen. Will ich zwar eigentlich jetzt nicht machen, aber ist mir gar nicht so blöd. Auf jeden Fall tun wir hier vorne mal. Also die ganz alten Häuser, die können wir sowieso abreißen. Aber hier vorne könnte man natürlich jetzt unser Schutzding hinbauen. Damit wir hier gerade am Eingang gut geschützt sind. Guck mal. Immer zurück. Wo steht denn jetzt der Schutz? Das hat mich vorhin schon mal interessiert. Wachposten, Geschütztürme. Ja, wir können ja erstmal, genau. Machen wir ganz normale Wachtürme. Können wir hinbauen, bauen wir hier noch einen zweiten hin. Und hier schräg noch. So. Jetzt sollen sie mal hier durchkommen. So, okay. Gehen wir mal zurück zu Sturges. V halten, um das Werkstattmenü zu öffnen. V halten? Ja, stimmt. Okay. Aber wir wollen jetzt erstmal zu Sturges, weil der hat uns den Auftrag gegeben. Und holen uns da mal die Erfahrung ab. Wo ist denn Sturges jetzt? Sturges? Ne, das ist Preston. Schläft er noch keiner? Wo sind jetzt Sturges hin? Automatisch speichern, das ist schön. Preston. Hinten ist der Garten. Scheint wirklich was zu werden. Ja. So, V gedrückt halten. Essen brauchen wir natürlich noch. Das heißt... jetzt gemacht. Okay. Nahrung. Irgendwo muss ja hier Nahrung. Ressourcen. Wasser. Essen. Oh, Kürbis. Haben wir jetzt zwei? Die können wir einfach anbauen. Das sind die doch happy. So, hier haben wir nichts davon. Aber wir haben davon was geerntet. Ja, Mais. So, bauen wir erstmal alles an. Melonen. Das können wir ja später alles nochmal hübscher machen, aber jetzt. Unter solche Pflanzen hier, die stellen wir einfach hier davor. So. Das sind alles die Pflanzen, die wir aus dem anderen Garten geholt haben. Die bauen wir einfach hier schön ein. So. So, haben wir das auch. Aber wo ist jetzt Sturges? Also der uns den Auftrag gegeben hat. Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Selbstverständlich. Hast du Sturges gesehen irgendwo? Der muss ja irgendwo rumrennen. Bist du Sturges? Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Ja. Den hoffe ich auch.
Ja, wo immer Sturges ist. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben ja irgendwo einen Alarm. Oberland Station. Das ist das, wo wir hin sollen. Aber wir können ja Level Up machen. Das machen wir mal schnell. Stärke. Beweglichkeit. Glück. Intelligenz. Das ist alles gut. Was haben wir hier? Eisenfaust. Waffenlose Angriffe. Ne, das ist ja blöd. Schadensresistenz. Das können wir nehmen. So. Das ist ein Sturges. Gut, ne, dann, wenn die das so wollen, dann gehen wir eben direkt nicht hier hin. Aber zur Oberlandstation. So. Ich hätte zwar gerne Sturges noch voll gelabert, aber der ist ja hier nirgendwo aufzufinden. Wer weiß, wo er ist. Gut, wir haben auf der Karte haben wir ja auch noch ein paar Markierungen. Das Wasser dürfte uns ja nicht schaden. Machen wir einfach nebenbei mal ein paar Markierungen hier. Nehmen wir mal mit. Drüben fliegt wieder eine Biene rum. So, genau, ich wollte eigentlich mal gucken, wegen unseren Waffen, was wir. Warum wir nichts auf der 1 haben. Jetzt. Auf der 4 haben wir auch nichts. Eine normale Automatikpistole. Impro-Pistole, ne, die. Kronleuchtpistole, Maschinenpistole. Sogar, okay, so es so gibt. Messer. Die Schrotflinte. Die haben wir, glaube ich, noch drin, ne? Die Pistole, ich nehme jetzt einfach mit und lege die auf die 4. Sicher ist sicher. Ein Baseballschläger für den Notfall. Hier haben wir unsere Pistole. 6 ist unsere Waffe, okay. Ja, wenn wir was entdecken, gibt es erstens Erfahrungspunkte und zweitens kann man schöne Sachen entdecken. Oh, hier ist Strahlung. Dann müssen wir lieber erstmal weggehen, ja? Au! Ja. Danke, Preston. Wir kommen dem Haus immer näher, was hier angezeigt wird. Es ist schon wieder Nacht. Ah, das ist der Ort hier. Rangerhütte. Eine Power Rangerhütte. Oder wie? Au. Ist noch ein Vieh. Gibt es jedes Jahr mehr von diesen Dingern? Weiß ich nicht. Hier ist alles verseucht. Nett. Ödland-Überlebensführer. Hirnpilz. Okay. Messinglatan. Verdammt, wo sind sie? Hab sie gefunden. Was schießt denn der Alter? Hat doch Preston und Spaß. So. Ab in die Richtung unseres Ziels. Wird durch einen Matsch. Das ist wieder das nächste Gebiet. Wicked Shepherd Flottenfliegen. Ne, Flottenliegeplätze. Fliegenplätze, genau. Moment. Lass uns das Terminal entsperren. Da kriegen wir das jetzt diesmal hin. Wir machen einfach mal Vote. Eintreffer. Korn. Es ist auf jeden Fall so. Bohr. In 3 Treffen. Bohr. Das klingt ja ähnlich wie Bohr. Time, Pille. Nee. Them, nee. Five, Hide. Heron. Bär. Ja. Jawohl. So, Einheit aktivieren. Persönlichkeitsmodus auswählen. So, das ist kompliziert. Aktivierung Protektron zu Diensten. Ist
Ist der lieb? Ist er lieb? Ja. Der ist lieb, okay. Und ziehe mich erstmal hier oben. Lebt er noch? Nee, das ist so. Laborstation. Droge. Heilung. Roboterreparatur, Stimpacks. Aber Blutpakete. Okay. Gut zu wissen. Gut, dass wir alles mitnehmen. Verschläger dazu. Als schwach. So, der kämpft da draußen. Na gut. Kämpft da draußen. Wir schreiben mittlerweile auf. So, eingesammelt. Das Radio. Da kommt man bestimmt irgendwie. Übers Dach, genau. Wie eine Spielhalle. Zigaretten, Ölkanister, Benzinkanister. Aha. Was es so gibt. Munition. So, gibt's hier noch was zusammen? Stange Zigaretten, irgendwo ist rational. Benzinkanister, Kaffee. Klebeband. Oder Klemmbretter. Oder Dosen. Okay. Kronkorken. Irgendwas Nützliches? Ja, geht so. Ein paar Kronkorken waren drin. Geh weg. Ah, den hast du zerlegt hier. Er ist natürlich verseucht. Teddybär. Okay, den ganzen Kram nehmen wir trotzdem mal mit. So, okay. Dann lass uns mal von hier verschwinden. Müssen wir hier noch mehr verseucht werden. Und dann als solchen Larven noch ankommen oder so. Blume. Blutblatt. Blutblatt. Na gut. So. Die meinen nicht echt, dass wir da rüber schwimmen müssen jetzt. Es gab bestimmt irgendwo eine Straße, aber wir und Straßen. Jetzt werden wir hier sicher rüberkommen. Das ist ja die Straße. Ups. Naja. Irgendwie getaucht. Da ist irgendwas im Wasser. Oder Superblasen. Was ist das? Ach du heilige Kacke. Was war denn das? Orks oder wie? Supermutanten. Warte mal. Eröffne das Feuer. Wir brauchen jetzt mal einen auf diesen. Genug. Der Flurmutant schon. Luft ist wieder rein. Die Luft ist wieder rein, ja. Aber war das nicht von zwei oder anders da hinten? Uiuiui. Schädelfragment. Mach Ruhe hier, hier ist eine kleine Ortschaft. Die gucken wir uns natürlich auch erstmal an. Sunshine Tidings Cooperative. Ganz schweres Wort. Wachturm, eine Hütte. Schiffe sind alle nett, soweit. Die Hütte ist zu. Da können wir sie ja knacken.
Autsch, Haarklammer abgebrochen. Wir wollen ja nichts Böses. Wir wollen ja bloß ein bisschen die Welt retten. Das wär's. So. Oh. Das ist eine Superratte, oder wie? Oder eine große Superpistole war dort. Die gucken wir uns gleich noch an. Was tun wir hier alles plündern? OP-Tablett? Stimpack, ja. Fusionszelle? Aha. Noch ein Stimpack? Kaputte Lampe. Rollstuhl. Red Axe. Und der Eimer. Machen wir schnell die Tür mal zu, wie das zieht. So, jetzt gucken wir mal, wir haben irgendeine coole Waffe eingesammelt. Die hier, explosive Impro-Pistole. Ja, die tun wir jetzt mal auf der. Haben wir auch genug Schuss. Sehr schön. Jetzt gucken wir noch schnell bei der Kleidung. Champion linker Arm. Ach so, durch den Champion-Ding. Deswegen haben wir unsere Ausrüstung verloren. Ach so. Verstehe. Gurtzeug. Lederkombi. Lederharnisch. Linker Arm haben wir ja nicht. Linkes Bein. Rechter Arm. Ja, da müssen wir natürlich jetzt alles ein bisschen anziehen. So. Das macht ein bisschen mehr Schutz. So. Das ist ja wieder der Roboter. Voltanzug ist wohl so übel. Rechter Arm. Gute Raider-Rüstung, eine bessere. Okay. Sieht schon toll aus. Sieht astrein aus. Und tja, das ist alles perfekt. Hier stehen wir jetzt drin in unserer Hütte. Diese Dinger werden auch von Jahr zu Jahr größer und bösartiger. Genau, die werden immer böser und großartiger und so weiter. Und zu unserem Ziel kommen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Fallout 4 mit Yahoo 85. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.